Moin Leute, hier ist wieder euer X-Flight 737. Mit dem letzten großen Update Nummer 7, glaube ich, hat uns Microsoft zusätzliche, kostenlose Flugzeuge zur Verfügung gestellt. Wie zum Beispiel diesen Volocitycopter. Keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird. Also eine Drohne, nur in groß. Warum uns aber Microsoft diesen Copter jetzt schon zur Verfügung gestellt hat, weiß ich nicht. Da er einfach noch nicht fertiggestellt ist. Viele Schalter und Knöpfe funktionieren nicht. Zum Beispiel gibt es keinen Schalter, um die Avionik ein- und auszuschalten. Hier muss man den notwendigen Befehl dazu, Avionik umschalten, auf eine Taste der Tastatur legen oder auf einen Joystick-Schalter. Auch das Fliegen selbst ist gewöhnungsbedürftig, da man, um die Geschwindigkeit zu halten, den Joystick permanent nach vorne drücken muss, was auf Dauer sehr nervig sein kann. Okay, gleich nach dem Intro geht der Flug los. Maximale Flugzeit liegt so bei 30 Minuten, also lange Strecken könnt ihr vergessen. So Leute, zurück aus dem Intro. Ich stehe hier mit dem Copter auf dem Vorfeld 220 des Flughafens Hamburg-Finkenwerder, EDHI, also Echo Delta Hotel India. Wir wollen uns jetzt gemeinsam einmal den Copter näher betrachten, und zwar von drinnen. Deshalb gehe ich jetzt ins Cockpit rein. Wir wollen mal gucken, ob wir die Türen aufkriegen. Negativ. Die hier geht auch nicht. Okay. Nicht gerade viele Schalter hier vorne im Overhead Panel. Mal gucken. Oh ja, da sind schon viele Schalter. Allerdings, wie ihr seht, haben die alle keine Funktion. Bis auf die Batterie 1. Dazu gehen wir noch mal eben nach vorne und schauen uns noch mal die Checkliste an. Wo war die jetzt noch? Da. Da steht auch schon, Türen sind gesperrt. Und da steht also, dass man nur diesen Schalter 1 betätigen kann. Okay, dann machen wir das doch mal. Klappe auf und einschalten. Oh, Main 2, Batterie 1 und Batterie 2 schalten automatisch mit an. Was das jetzt soll, ist mir allerdings auch ein Rätsel, aber okay, müssen wir mit leben. Trim funktioniert überhaupt nicht hier. Avionik, ja, hatte ich ja schon vorangekündigt im Vorwort, funktioniert auch nicht. Das habe ich mir ja auf den Schalter beim Joystick gelegt und den betätige ich jetzt mal. Und schon springt das Ding an. Das Einzige, was hier wirklich funktioniert, sind die Lichter und die Motoren. Die stellen wir hier ein. Und schon fangen die Motoren an zu laufen, wie ihr hier sehen könnt. Okay, dann werden wir mal loslegen. Wenn ich den Schubhebel, den ich habe, nach vorne, ganz nach vorne drücke, dann fängt das Ding abzuheben. Hoffen wir doch, dass es klappt. Ja, und wie gibt man jetzt Gas? Okay, mit dem Joystick. Und zwar den Joystick-Hebel ganz nach vorne schieben. Und auch halten. Das ist nämlich das nächste Problem. Man muss während des Flugs das Ding die ganze Zeit nach vorne drücken, sonst verliert er sofort wieder die Geschwindigkeit. Und das finde ich extrem nervig. Okay, ich habe jetzt keine große Lust, mit der Kiste jetzt einen großen Rundflug zu machen, sondern ich werde jetzt hier gleich wieder hier landen. Ich wollte euch hier nur zeigen, was dieser Copter kann, beziehungsweise was er alles nicht kann. Aber okay. Es sollte ja auch, wie gesagt, nur eine kleine Vorstellung sein. Jetzt müssen wir uns nur noch einen schönen Landeplatz suchen. Oh, da hinten ist ja genug Platz. Und er hat schon wieder die Geschwindigkeit verloren, weil ich den Joystick wieder losgelassen habe. Böser Junge.
Na, versuchen wir da mal, dort vorne zu landen. Mal sehen, ob es klappt. Wieder an Höhe verlieren, sonst schaffen wir das garantiert nicht. Mal den Joystick ein bisschen nach hinten ziehen, damit er nicht zu weit nach vorne wegfliegt. Nicht zu hart aufzusetzen. Mal sehen, ob das klappt. Jo. Okay, wir sind gelandet. Das heißt, ich kann die Motoren jetzt wieder ausschalten, wenn meine Maus mitspielt. Lichter aus, Avionik aus und Batterie aus. Tja, also ehrlich gesagt macht mir das mit dem Kopter, so wie er jetzt ist, überhaupt keinen Spaß zu fliegen, weil die Höchstgeschwindigkeit liegt gerade mal bei 45 und man kann maximal, wie es aussieht, eine halbe Stunde damit fliegen, also große Strecken, keine Chance. Also vielen Dank für das Zusehen, euer X-Flight 737.